Willkommen zurück, Leute, zu Teil 2 des Display Openings. Kevs Display ist diesmal am Start. Und ja, die ersten 12 Booster waren durchwachsen. Wir hatten VMAX-Hit, wir hatten V-Hits. Ja, aber wir sind immer noch auf der Suche nach Secret Rares oder Full-Art-Karten. Von daher machen wir uns direkt an die nächsten 12 Booster. Diesmal in dem Teil würde ich sagen, fängst du an. Ja, mach ich. Und ja, gehen wir direkt rein ins Opening. Und versuchen mal ein paar Full-Art-Trainer hier zu handen. Ja. Oder alternative Artworks. Oder eine Secret Rare wäre schon nice. Ja, wie im ersten Video. Mir würde Bruno reichen aus dem ganzen Display. Wie du sagtest. Ja. Ja, okay. Okay, wir suchen Bruno heute, Leute. Da wäre ich echt zufrieden. So, Psyau, Quabble, Meistergriff und Conny Focus. Ja, Mann. Beliebter Charakter auf jeden Fall. Ich glaube auch gar nicht so preiswert jetzt die Karte. Und sieht traumhaft aus. Also. Ziehe so lange Karten, bis du 6 Karten auf deiner Hand hast. Mhm, kann man spielen. So, ne? Doch, nice. Zumal man selber die 6 Karten zieht. Manchmal sagen die Karten auch, der Gegner darf auch mitziehen oder so. Deswegen, also ist es schon ganz kleiner cool. Whitening da oben. Ganz kleiner, ja. Aber gut. Aber beautiful Card, ey. Die ist echt nice. Gefällt mir. Sehr schön. Ja. Ja, da kann man schon Vergleiche zu meinem Display eigentlich ziehen. VMAX-Hit hatten wir beide, Full Art Trainer hatten wir jetzt beide. V-Hits sind sowieso immer klar, das ist safe in einem Display. Von daher mal gucken, was uns noch erwartet. Ich gönne dir echt die Secret Rare oder, ne, dass wir einfach ein alternatives Artwork hier mal zeigen. Das wäre schon fett. Ja, das stimmt allerdings. Skorgro, Habitak, Imantis, Galapantimos, Pupanze, Linfu, Electek. Geil! Fokussierter Angriff Waualuzu V. Im fokussierten Angriffsstyle. Ey, Hammer. Ja, geiler V-Hit. Also das ist jetzt, ne, feiere ich dann noch mehr als Victini aus dem ersten Teil. Gucken wir nochmal von hinten. Doch, ist okay. Hier ein bisschen weniger. Dafür dort was mehr, aber doch. Schön. Und es passt vor allem zusammen zu deiner VMAX-Card. Ja. Also finde ich toll. Cool. Das cooles Display. Mich, ja. Das sind so die Kleinigkeiten, da ergötzt man sich dann dran und freut sich. Genau. Achso, Booster weg. Und Licht. Rein geht's. Groink. Fluchtseil. Clone Cat. Molung. Krebskorb. Gala Fleckmon. Praktibalk. Hunduster. Und ein Luxtra. Boah. Gut, aber schön. Ja, ne? Die ist stark, die Karte. Also die. Der Holo-Effekt gefällt Wahnsinn, mir mittlerweile auch besser, ne? Ich habe mir letztens vor kurzem noch gedacht, ich bin ja seit Schwert und Schild dabei. Die GX und GX, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also mittlerweile, wo die Karten sich hinentwickelt haben, es gefällt mir jetzt noch mal mehr wie zu der Zeit irgendwie. Also ist mir so für mich aufgefallen. Ne? 1, 2, 3, 4. Mal gucken, was wir hier noch haben. Feuerenergie. Connys, da ist die Conny. Turm des Wassers. Krebutak. Jermaine. Floink, Praktibalk auf dem Dach, Gladiantri, ein Tuska, ein Kikugi als Reverse und dahinter haben wir ein Seraking in Holo. Ja. Cool. Cooles Pokémon auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt erfahren, auch sehr stark bei Pokémon Go. Ja. Ja, es ist stark. Es ist stark. Also wenn der Gegner das hat, verliere ich. Aber schön. Hit. Waggon, fokussierter Stil Maastricht, Puponcho, Sepa, Hunduster, der den ganzen Berg bewegt, Schlurp, Salanga, Sensekt, Infernopod und Infernopod. Ja, da ist die Classic Booster, ne? Das ist top. Man hat es so häufig, ne? Doch, hab ich das Päckchen nicht gehoben bekommen. Das war so schwer. Ey, wirklich. So, Code für euch. 1, 2, 3, 4. Ab geht's. Wasserenergie. Gegenteil zu Feuer, wie gerade. Servol. Kerada. Wellenfächer. Pichirisu. Schweres Ding. Kikugi gehört auch dazu. Flummkiefer. Onyx. Hammertyp. Remoraid. Bronzong als Reverse Rare. Und dahinter verbirgt sich ein Galalamos. Haben wir das schon? Ne, ich glaube, haben wir noch gar nicht gezogen. Ist Non-Holo. Aber gut. Cooles Pokémon. Ja. Lamos, cool. Der Slowbro. Ich mag seinen englischen Namen sehr gerne.
Oh ja. Oh. I love Feuerenergie. Waggon. Imantis. Flunkifa. Menki. Sepa. Schlurp. Knofensa. Und ein Kapuriki V. Haben wir noch nicht gesehen hier. Sehr cool. Ja. War mir bis jetzt gerade noch nicht mal bewusst, dass der in der Edition ist, um ehrlich zu sein. Von daher. Hast du etwa nicht aufgepasst, wo wir das Heftchen vorgestellt haben? Nur so halb vielleicht. Nur Augen für Secret Rares, geile Karte. Ja. Gefällt mir also. Die Wächter. Auch die Welt da im Hintergrund. Also ich achte auch immer gerne auf die Holo-Effekte im Hintergrund. Finde ich sehr nice. Ja, den müssen, haben, wir, müssen ja. wir nochmal pullen hier. Schön zu haben. Code wieder raus. Und ab ans nächste Booster. Stahlenergie diesmal. Oh, da hat er gespoilert. Kerada, Waggon, der EP-Teiler, Knofensa, Kramurx, Voldi, Galar Fleckmon, ah komm, Jermaine, Zubat, ganz plüschig und wollig und Inferno-Pot. Und dahinter? Das war's. Ach, es war Reverse. Boah, ich hab's gar nicht erkannt. Manchmal bei Unlicht ist es auch, ne? Ja, es ist hart. Bei Unlicht ist es manchmal echt. Das habe ich bei manchen Rares, wenn ich in den Ordner so gucke. Ey, ich wollte doch da Holos einsortieren. Also. Aber zweite Mal jetzt Inferno-Pot, ne? Müssen wir uns merken. Oder wenn wir beim dritten Teil dann mal alles zusammenlegen. Ja. Dann ist es das Inferno-Pot-Display. Ja. Oh, bitte nicht. Wer weiß. Noctuska. Onix. Palim Palim. Plonkett, Zensekt, Quabbel, Zenglong und ein Humanolith. Da spricht man von Zenglong und dann kommt er auch schon, ey. Was ein Räuber. Ich mag ihn irgendwo, also ist jetzt kein schlecht Pokémon, denke ich so. Ne? Hat auch wahrscheinlich seine Fans. Ich weiß es nicht. Code für euch. 1, 2, 3, 4. Pflanzenenergie. Jetzt haben wir aber hier, jetzt geht's aber fließende Angriffenergie. Noctuska. Fließende Angriff Wirbelrolle, Shinux, Thermopod, Habitak, Onix ist am Start, Knuffenser, das sich duscht. Oh, Antonia als Reverse. Komm jetzt als Full Art, bitte, let's go. Aber ein Kinoso. Alpha als Holo wenigstens. Cool. So, jetzt kommen wir zu meinem letzten Pack. Oh ja. Drück die Daumen. Vielleicht hilft's. So, Voltrigaria, Seemon, Kramchef, der sieht auch, ne? Wie Boss-like steht der da, ne? Die Brust nach vorne, Zensekt, Paarungszeit, Quabbel, Tragosso, Zubat, Habitak, Venuflibis und ein Rasaf. Cooles Pokémon, ich glaube, ne? Ja. Ne? Ich finde ihn da ganz cool. Menki öfters gezogen, aber ihn noch nicht, ne? Den Boy. Ja. Na gut, letzte Pack auf meiner Seite. Hoffentlich, vielleicht haben wir ja noch einen Hit, aber sonst ist die Mischung bis jetzt doch ganz gut, muss ich sagen. Code für euch. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Unlichtenergie. Golbat, cooler Typ. Ausrüstungsstörer. Schnurgarst. Sepa. Palim Palim. Gramokles. Pichirisu. Langsam kriege ich es raus. Oh, ich habe da schon was gesehen. Kikubi. Pupanza als Reverse. Und letzte Booster dahinter haben wir. Ein Legios. Gut. Alles klar. Nehmen wir mit. Ja. Ja, das war's dann mit dem zweiten Teil beim zweiten Display-Opening. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ihr schaltet wieder ein und wir sehen uns bei Teil 3 einfach wieder. Ciao. Ciao.